schon gehört? Die Ö1 Clubsendung. Ich bin anders, weil ich kann das, ist eine Zeile aus einem Song der österreichischen Band S-Rap und dient derzeit auch als Ausstellungstitel für das Taxis Palais Kunsthalle Tirol. Ich bin anders, weil ich kann das. Stranger Belongs to Me ist der abschließende Teil einer Trilogie der Galerie zu Fragen des Zusammenlebens und darüber, wie man mehrfache Zugehörigkeiten in Westeuropa denken und praktizieren kann. Wie können wir uns gleichzeitig den verschiedenen Geschichten und schwierigen Geografien zugehörig fühlen, deren Teil wir sind? Welche Praktiken des Dazugehörens würden es uns erlauben, unseren verflochtenen Unterschieden Raum zu geben? Anstatt Angst vor dem Fremden zu haben, könnte es uns nicht gerade ermöglichen, Gemeinschaften und Arten von Zuhause hervorzubringen, die wir für unser Zusammenleben in der Welt benötigen? Die Künstler und Künstlerinnen entwerfen auf Basis dieser Fragen Formen von Zugehörigkeit und der Sehnsucht, ein Teil, wie es heißt, des kollektiven Seins zu sein. Unter anderem sind das die pakistanische Videokünstlerin und Fotografin Bani Abidi sowie der in São Paulo in Brasilien geborene, preisgekrönte Künstler Lucas Odahara. Die Schau »Ich bin anders, weil ich kann das« – »Stranger Belongs to Me« im Taxis Palais Kunsthalle Tirol läuft noch bis zum 31. Jänner nächsten Jahres. Der Schrank musste verkauft werden. »Er knarrt«, sagte Ellen. »Und wenn drüben ein Zug vorbeifährt, beginnen seine Scheiben zu klirren. Wollen Sie warten, bis ein Zug vorbeifährt?« Sie hören einen Ausschnitt aus dem Ü1-Hörspiel von Anne Bennent nach Ilse Eichingers Roman »Die größere Hoffnung«. Ganz unten ist ein Brett zu wenig, da kann man sich verstecken. Im Herbst kracht er, als ob er ein Herz hätte. Das Landestheater Niederösterreich bringt nun den Roman der Wiener Schriftstellerin Ilse Eichinger auf die Bühne. Ihr einziger Roman erschien 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und erregte aufgrund seiner neuen literarischen Form, den Nationalsozialismus aufzuarbeiten, große Aufmerksamkeit. Regisseurin Sarah Ostertag inszeniert, die Musikerin Mira Lukovac liefert die Musik zur Uraufführung. Premiere am Landestheater Niederösterreich ist am Freitag, 1. Dezember um 19.30 Uhr. Für diesen Tag hat uns das Theater Karten zur Verfügung gestellt, die wir unter den ersten anrufenden Ö1-Club-Mitgliedern weitergeben können. Wählen Sie dafür unsere Clubnummer Wien 501 70 370. Bitte halten Sie Ihre Mitgliedsnummer bereit. Eigentlich hat man gedacht, soll man das noch einmal antun, so viel Musik schreiben müssen. Sagt Komponist Kurt Schwärzig in einem Ö1-Interview, der die Musik zu Alice, eine fantastische Revue, schrieb. Eine Koproduktion von Serapions Theater und dem Sirene Operntheater für das Festival Wien Modern. Aber vielleicht könnte es einen Zauber entfalten, haben wir gedacht. Die Künstlerin Christine Tornquist und der künstlerische Leiter des Odeon-Theaters Max Kaufmann haben die Produktion im Rahmen von Wien Modern inszeniert. Es spielt das Rote Orchester unter der musikalischen Leitung von François-Pierre Deschamps. Weitere Vorstellungen von Alice, eine fantastische Revue im Odeon-Theater in Wien, gibt es ab heute, dem 25. November, bis zum 31. Dezember. Vorstellungsbeginn ist jeweils um 20 Uhr. Schon gehört? Das war die Ö1-Club-Sendung. Präsentation Pia Chrysochoidis, Gestaltung Ursula Scheidle.